Frau Wosp erfahrt ihr jetzt im Interview und das hat Götz Kühnemund für euch gemacht. Hallo Freunde zu Hause, das hier ist die Hotelhalle des Kölner Maritims. Das sieht jetzt zwar alles unheimlich nach Fun und Freizeit aus, ist es aber natürlich nicht, denn wie immer machen wir Serious Business oder versuchen zumindest. Blackie Lawless von Wasp ist hier in Deutschland, zwecks Promotion der neuen LP The Headless Children. Und ganz zufällig sitzt er auch neben mir zu dem Interview. Blackie, how are you? I'm fine, thank you very much. Okay. Blackie, I discovered Wasp for myself. Blackie, wenn ich mich recht erinnere, dann bin ich mit Wasp vor circa 7 Jahren zum ersten Mal in Berührung gekommen, als ich das erste eurer 3 Demos gehört habe. Diese 3 Demos, sowohl als auch die erste LP, sind für mich heute noch echte Klassiker. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen das Interesse an Wasp verloren, als The Last Command und Inside the Electric Circus erschienen. Mit Live in the Raw und besonders mit dem neuen Album The Headless Children, das ich für sehr viel stärker halte als Inside the Electric Circus, habt ihr euren Stil meiner Meinung nach wiedergefunden. Which I think is much stronger than Inside the Electric Circus. Well, we think Headless Children is the strongest record we've done so far, but it also represents the start of something. Wir glauben, dass The Headless Children das stärkste Album ist, das wir bis jetzt gemacht haben. Es markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Wasp. Bis vor anderthalb Jahren, als wir in Donington gespielt haben, sah es so aus. Wir waren auf Tournee, dann machten wir eine Platte, wieder auf Tournee, wieder eine Platte und so weiter. Es war schwierig, Musik zu machen, die über längere Zeit hinweg beständig war. Und dieses Problem hatte nicht nur Wasp. Wir haben 15 Monate, beziehungsweise eigentlich fast 2 Jahre gebraucht, um diese Platte zu produzieren. Sie spiegelt außer meiner persönlichen Einstellung soziale Probleme wider und viele Themen sind darauf, über die ich bis jetzt noch nie gesprochen habe. Es ist eine sehr sozialkritische und ernsthafte Platte geworden und so möchte ich sie auch verstanden wissen. This is a very social conscious record. There's a lot of subjects on it that I've never talked about before. It's a very serious record and I would like it to be taken as such. You said it's a serious record. Du sagst, eine sehr ernsthafte Platte, was man von den anderen ja nicht unbedingt behaupten kann. Ich habe gehört, dass du Ärger hattest mit einer gewissen Organisation namens PMRC. Was ist da genau passiert? Well, the PMRC really doesn't exist anymore. But the thing is, the other records, when I say serious, diese Organisation existiert mittlerweile nicht mehr. Aber wenn ich ernst sage, meine ich nicht unbedingt die musikalische Seite, sondern besonders die Texte. Denn diese Platte ist sozial und politisch orientiert. Es gibt sehr viele Themen auf der Platte, über die ich schon seit langem nachdenke, wie zum Beispiel Drogenmissbrauch, welcher ein großes Problem ist, und zwar nicht nur in Amerika, sondern überhaupt auf der ganzen Welt. Mir ist klar, dass ich ein gewisses Risiko eingehe, wenn ich über dieses Thema rede. Denn wenn man bedenkt, was für Leute diese Platte kaufen und ausgerechnet jemand aus einer Heavy-Metal-Band dieses Thema aufgreift, wird er sich mit dieser Einstellung nicht gerade beliebt machen. Aber irgendwie ist es mir auch egal, denn ich spreche über Dinge, die mir wichtig sind und an die ich glaube. Es ist mein Standpunkt. Und ich kann auch nur aus meiner Sicht und nicht aus der von jemand anderem über diese Dinge reden. Da gibt es andere Themen, die auf der Platte sind, zum Beispiel der Titelsong Headless Children. Er macht den Eindruck, als handle es sich um ein Stück gegen den Atomkrieg. Aber mich beschäftigte es mehr und mehr, wenn ich abends nach Hause kam und mir die Nachrichten anguckte und sah, dass jemand ein Flugzeug voller Leute in die Luft gesprengt hatte oder jemand völlig grundlos getötet worden war. Da dämmerte es mir, was Kindsein eigentlich bedeutet. Und das ist im Großen und Ganzen das Wesentliche an dieser Platte. Was die großen sozialen Organisationen in Amerika betrifft, darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Das Einzige, worum ich mich noch kümmere, ist das, was ich denke und was für mich wichtig ist. Ich meine, dass unsere früheren Songs wie Animal, Blind in Texas und Wild Child wirklich sehr gut waren. Aber irgendwann kommst du in deinem Leben an einen Punkt, wo du dir denkst, ich habe eigentlich so gut, ich konnte alles über diese Dinge gesagt und es ist langsam Zeit, sich in eine andere Richtung hinzuentwickeln. Ich glaube, das haben wir mit diesem Album getan. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf eure Live-Show? Wie sieht die in Zukunft aus? Well, Wasp will always be a band with a big show. It wouldn't be Wasp without it. But in the kind of shows that we did in the past, Wasp wird immer eine Band mit einer großen Live-Show sein. Ohne diese Show wäre Wasp nicht das, was wir sind. Aber die Art der Shows, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, die hatte nicht unbedingt einen engen Bezug zu der Musik. Was wir jetzt machen werden, ist, zu versuchen, das Visuelle der Musik anzupassen. Ich gebe dir ein Beispiel.
Dieses Album, also die Plattenhülle, zeigt eine öde Landschaft. In der Mitte ist ein gigantischer Totenkopf, der ca. 50 bis 60 Stockwerke hoch ist. Unten ist alles voller Schleim und du siehst, wie Millionen von Leuten sich wie ein Fluss da hineinwinden. Und wie der Fluss sich dir so entgegenwindet, merkst du, dass alle berühmten Gewalttäter unserer Geschichte dabei sind. Unter anderem Idi Amin, Arafat, Jim Jones, Charles Manson und im Vordergrund Jack Ruby, der Lee Oswald erschoss. Und was wir nun versuchen live zu machen, ist dieses Cover zum Leben zu erwecken. Mit dem Totenkopf, einer großen Leinwand und diesen Leuten. Wir werden in der Show viel mit Filmprojektionen arbeiten. Alle diese Schurken, die auf der Bühne aufgebaut sind, die werden auf der Leinwand in Filmausschnitten erscheinen und man wird sehen, warum sie bekannt geworden sind. Also Wasp wird immer eine große Show bieten, nur sie wird anders sein als bis jetzt. So Wasp will always do a big show. Like I said, it'll just be a different kind of theater than anything we've done before. Wird sie denn genauso verrückt und abgedreht sein wie die Show der Vergangenheit? Ja, das kommt ganz darauf an, was du unter verrückt verstehst. Unter verrückt verstehe ich zum Beispiel diese Sache mit der nackten Frau auf der Bühne, die ihr früher in der Show hattet. Das war eine andere Art von Verrücktsein. Wie gesagt, das war nur zur Unterhaltung. Die neue Show hat eher soziale Hintergründe. Lass es mich so sagen, Wasp wird nichts Gewalttätiges mehr bringen. Alles, was wir jetzt auf der Bühne machen werden, wird mehr an die Musik angepasst sein. Also nichts, was das Publikum irgendwie zur Gewalt anstacheln könnte? Nein, aber du musst wissen, dass wir sowieso nie irgendeine Form von Gewalt propagiert haben. Ich bereue nichts, was wir je gemacht haben. Es war reine Unterhaltung. Die Leute hatten ihren Spaß, niemand wurde in unseren Konzerten jemals verletzt. Und ich habe auch nie gehört, dass einer nach Hause ging und seine kleine Schwester erdrosselte, weil er unsere Show gesehen hatte. Dieses Mal werden wir den Fans etwas geben, worüber sie wirklich nachdenken können. Glaubst du, der Erfolg von Wasp wäre so groß, wenn ihr ein weniger provokantes Image hättet? Well, that's hard to say now, isn't it? I mean, there's no real way to tell. Das ist schwer zu sagen. Sieh dir doch Gruppen an wie die Plasmatics und Six Six Sputnik. Die hatten ein viel verrückteres Image als Wasp, aber wir hatten die Songs. Wasp musste Songs schreiben, die besser waren als ihr Image, um es mit der Konkurrenz aufnehmen zu können. Denn die Songs sind letztendlich das Ausschlaggebende, nicht die Shows. Und das ist auch entscheidend dafür, ob man 2 oder aber 5 bis 6 Jahre dabei ist, wie wir jetzt. Soweit ich weiß, werdet ihr im April in England spielen. Wie sieht es denn mit dem übrigen Europa aus? Wir werden den Tourplan für Europa Ende dieser Woche bekommen und direkt nach der Tour in England im restlichen Europa spielen. Also werden wir voraussichtlich Mai oder Juni hier sein. Und danach touren wir in Amerika. Thanks for the interview. Bye bye.